Hast du deine Waffe wieder? Mhm. Willst du ihn noch? Jetzt fühle ich mich anders. Er ist so kaputt. Ich hasse ihn immer noch. Bereit? Hey! Keine Art, einen alten Mann bei seinem Nickerchen zu stören. Ich hatte gerade einen schönen Traum von einem Mädchen, das ich früher kannte. Sie hatte mich gefesselt, aber ich war nicht gefangen, müsst ihr wissen. Habt ihr Wasser? Also, abgesehen von der Dusche gerade. Trink. Du hast gute Manieren, Knirps. Er bekommt nichts. Vielleicht büßt er, wenn er Wasser bekommt. Er kriegt erst was, wenn er sagt, was wir wissen wollen. Mich führst du damit nicht hinters Licht. Ich merke, dass du das zum ersten Mal machst. Mach es nicht noch schwieriger, okay? Ich will nur wissen, wo Lilly meine Leute hingebracht hat. Das ist egal. Sobald sie dort ankommt, wird sie kehrt machen und wegen mir zurückkommen. Du solltest mir also lieber eine 5-Sterne-Behandlung zukommen lassen. Wenn sie kommt und ich lächle, kannst du vielleicht etwas Gnade erwarten. Was zur Hölle? Bist du wahnsinnig? Ach, das sind keine 5 Sterne. Sag uns, wo unsere Freunde sind, sonst macht sie es nochmal. Lilly gibt sie niemals auf. Wir sind nur gekommen, weil wir Leute brauchen. Jonathan und ich sind weg. Dafür hat sie 3 Rotznasen, die kaum schießen können. Selbst ein Idiot wie ich kann sich das ausrechnen. Wir werden sie befreien. Ihr wisst nicht, wie es da draußen ist. Ein einziges Blutbad, eine Gruppe gegen die nächste, von Richmond bis zur Küste. Im Delta herrscht Krieg. Ein Krieg mit kranken Typen, neben denen ich wie die Jungfrau Maria wirke. Für den Krieg brauchen wir Leute. Soldaten, die unseren Befehlen gehorchen und mit Waffen zielen wie befohlen. Ihr Rotzgürn hätte dein Kinderspiel sein sollen. Das nennt man Entführung. Nenn es, wie du willst. Ich nenne es Überleben. Was für ein Ort ist das Delta, wenn es mit Zwangsarbeit verteidigt wird? Glaubt ihr, wir machen sowas gerne? Unser Zuhause ist bedroht. Ein gutes Zuhause. Dauerhaft. Ich tue alles, um es zu schützen. Vielleicht versteht ihr das. Ich tue alles, um meine Freunde zu befreien. Zurück zum Thema. Okay. In der Tasche vorn. Die Antwort auf all eure Fragen. Lies es. Alles, was die Klauen spaltet und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Ist das ein Code? Nein, das ist verdammt nochmal Leviticus. Ich dachte, es passt zur Situation, die andere Wange hinhalten und so. Na los! Alleine zündet die sich nicht an. Ihr wollt wissen, wo eure Freunde sind? Eine Kippe hilft beim Denken. Dann erinnere ich mich besser, wo Lilly hin ist. Los, Knirps. Ich hab nicht viel... Du kleine Schlappe! Meine Geduld ist am Ende, Abel. Sag mir, wo Lilly ist. Sofort! Oh, Scheiße. So viel Blut. Oh, Scheiße. Das ist nicht gut. Er wird sterben, oder? Wir haben Medizin. Wir können ihm helfen.
Das wird nichts. Als du mich vom Balkon geworfen hast, ist in mir drin was zerplatzt. Da hilft keine Medizin. Mann, so wollte ich nicht enden. Alles ist aus dem Ruder gelaufen. Seht mich an. Was für ein Schlamassel. Wird er ein Monster? Nein! In meinem Leben habe ich mir alles mit meinen eigenen Händen und meinem Willen erarbeitet. Dass mein Körper mich im Stich lässt und verrät. Ich sag euch, wo ihr Lilly findet, aber... Aber lasst mich nicht zu einem Monster werden. Ich flehe euch an. Wie wäre es damit? Du sagst mir alles, was du weißt. Und dann sehen wir... Ihr müsst es versprechen. Das ist mein bestes Angebot. Los, Abel. Dir läuft die Zeit davon. Du ziehst das nicht durch. Dass ich eins von diesen Monstern werde. Sicher? Was, wenn sie es spüren? Wenn sie sich verwandeln? Das tun sie sicher. Die ganze Zeit. Sie spüren es? Er ist ein Monster, AJ. Tot oder lebendig. Und er leidet wie... Okay, okay. Mein Stiefel. Da drin ist ein Zettel mit allem, was ihr wissen müsst. AJ, guck in den Stiefel. Wir haben ein Schiff. Auf dem Papier steht, wie weit es entfernt ist. Die Worte sind Namen von Städten. Das sind Ruf und Antwort. Damit wir nicht auf unsere Leute schießen. Mittlerweile benutzen wir nur noch Rockingham. Ich kann nicht fassen, dass ich euch das erzähle. Ihr habt euer Ziel erreicht. Bitte, lasst mich nicht so ein Monster werden. Bitte. Ich will kein... Du wirst für immer in dieser kaputten Hülle feststecken. Niemand verdient das. AJ, schau nicht weg. Ich will, dass du es siehst. Ich will aber. Noch da drin? Komm, wir müssen das Schiff finden.